Was geht ab, Leute? Sensei Flachi wieder am Start mit dem zweiten Part von unserer Karriere beim TSV 1860 München bei FIFA 16. Ja, wir waren das letzte Mal stehen geblieben und sehen hier auch schon Düsseldorf verpflichtet. Christopher Buchtmann für 1,5 Millionen. Wir haben bisher auch zwei tolle Transfers gemacht mit Christoph, ja mit... Oh, wie heißen die jetzt nochmal mit Vornamen? Wir gucken da jetzt nochmal hier nach. Schön, wenn man das nach zwei Minuten schon die Aufgabe vergessen hat. Mit Emmanuel Mamana. Und mit Rodrigo Aguirre. Zwei super Spieler geholt, zwei junge Spieler auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier noch mit Gregory Berthier den nächsten, auf den wir warten. Und da akzeptieren sie auch schon direkt. Haben wir noch 1,3 Millionen offen. Und gucken wir dann mal, welchen Spieler wir uns dafür noch leisten können. Wir haben auf jeden Fall jetzt gleich hier das erste Spiel vor uns. Haben ein Transferangebot für Stefan Hein, 525.000 von Kaiserslautern. Das nehmen wir an, besser als nichts. Und gucken, dass wir jetzt gleich hier die nächsten Spieler noch holen können. Transferangebote für Stefan Hein, 550, das lehnen wir ab. Auch wenn wir 725 bekommen könnten, Daniel Attlung. Ja, Darmstadt. Die Mille möchte ich schon gerne haben. Auch wenn das schön ist, was er hier anschreibt, aber die Mille möchte ich für Attlung gerne haben. Das ist auf jeden Fall Kohle, die wir haben. Ich würde sagen, gehen wir direkt ins Spiel rein, ne? Klassisch natürlich. Gucken uns hier so ein bisschen, ja, Bülow. Haben wir noch was für die Zentrale, wo wir mit ihm können? Ja, Dominik Stahl, der noch nicht weg ist. Kann Bülow da weggehen? Wir gucken hier Gregory Berthier für Valdez-Rama. Und Berthier spielt dann auch direkt von Anfang an an der Seite von Aguirre. Dann haben wir jetzt drei neue auf den Spielplan. Unsere Aufstellung sieht dann jetzt wie folgt aus: Ortega im Tor. Auf der rechten Seite mit Gary Kagelmacher, in der Innenverteidigung mit Mamana und Christoph Schindler auf der Linksverteidigerposition mit Maximilian Wittek. In der Defensive mit Degenek, auf der zentralen Position mit Dominik Stahl und Daniel Attlung. Dann mit Levant Ajcicek, Rodrigo Aguirre und Gregory Berti. Ihr werdet sehen, der Spieler hat es auf jeden Fall in sich. Ich hoffe nur, wir werden hier keine Probleme mit Böttwasson bekommen. Schade. Da hat man mit ihm das Aluminium getroffen. Schon wieder Alu. Okay, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen trainiert werden. Das werde ich dann zwischen den Parts ein bisschen machen. Und wir gehen direkt weit los. Stellen hier auf hoher Druck, gehen auf Offensiv. Und fangen hier jetzt an mit dem Pass auf Degenek zu Kagelmacher. Und da haben wir dann auch schon direkt Berthier. Und die Pflaume verliert den Ball. Kommt mir das nur so vor oder leckt das hier auch ein bisschen? Ich habe das doch alles runtergestellt. So. Und weiter geht es hier. Wunderbar. Schöner Ball außen auf Ajcicek. Und da sehen wir Dominik Stahl. Erste Chance für unsere Münchner. Damit können wir leben. So. Kretsch rein. Böses Foul von uns. Ich glaube, der wird lange brauchen, um aufzustehen. Und das wird die Karte danach geben, ja. Bin ich mit einverstanden. Attlung, da hast du aber richtig schön reingeholzt. Und wir spielen hier jetzt erstmal ein bisschen aus. Gucken, dass wir hier die Flanken besetzen. Und was ist das für ein Pass? Was ist das für ein Pass gewesen, Leute? Markus Karl. Ey, da kommt dieser Böttwasson auch noch dran, ey. Dominik Stahl jetzt am Außenpunkt. Und hier ist Rodrigo Aguirre.
Und der lässt sich so einfach den Ball abnehmen. So. Lauf doch dem Ball entgegen, Mann. Da hätten wir so schön ausspielen können. Aber das ist, glaube ich, so das Mitleidenswerte, wenn man, ja. Schön Ortega, schön antizipiert. Und da sehen wir ihn doch schön frei. Was kommen, kriegen wir den Ball? Das ist doch nur unser, Leute. Wunderbar. Und Daniel Atlung jetzt mal. Wie der da rein rankommt, ey. Ei! Wieso gehst du da nur so dran, Junge? Wieso? Ilkay Gündoğan für 45,5 Millionen von Dortmund nach Atletico Madrid. Kein schlechter Transfer für Atletico. Auf jeden Fall nicht. Degeneck hier jetzt am Ball. Dominik Stahl, der sich vom Vuku den Ball abnehmen lässt. Peinlich, peinlich. Oh, Leute, das könnt ihr doch nicht einfach so zulassen, ne? Dass der Ring dich da so durchsetzt. Das finde ich nicht gut, aber ich glaube, ich stelle jetzt hier nochmal etwas runter hier. Bitte Verzeihung da jetzt schon mal. Ihr werdet es, glaube ich, nicht so mitbekommen. Wie ich, die Codierung ist, ja. Das ist eigentlich auch richtig. Wir probieren es hier mal ein bisschen hier runterzustellen. Ja, hier auf dieses hier. Und übernehmen das. Ihr werdet das natürlich nicht so mitbekommen. Aber ich sehe schon, dass das hier so ein bisschen am Herumlegen ist. Deswegen, ja, tue ich das hier mal ein bisschen beenden. Ich hoffe, es hört jetzt auf zu laggen. Ich werde es nachher beim Rendern sehen. Wenn nicht, dann muss ich auf jeden Fall etwas unternehmen. Hier im Spiel läuft es jetzt auf jeden Fall flüssiger. Das kann ich jetzt so sagen. Und wir gucken jetzt erstmal hier, dass wir hier das Spiel jetzt erstmal ein bisschen besser unter Kontrolle bekommen. Schöner Ball auf Gregory Berti. Was für eine Flanke. Und da ist das Ding. Aguirre trifft zum ersten Mal für seinen neuen Club. Schöne Flanke von Gregory Berti. Marius Müller ist einfach nur chancenlos. Was aber auch für eine schöne Flanke. Hammerschön. Wir führen mit 1:0. Ich bin happy. Was will man mehr? Nach der 33. Minute das 1:0. Schön gemacht. Ich find's wunderbar, wie das hier läuft. Es kann auch sein, dass ich, glaube ich, bei FIFA selber nach diesem Part hier mal ein bisschen runtersetzen muss. Hammer Schindler, Gary Kagelmacher. Wir spielen hier jetzt wieder auf Gregory Berti, wenn Atlung den Ball mal richtig ranbringen, an den Mann bringen würde. Boah, ihr könnt doch diesen Bettwasser da nicht so schießen lassen. Leute, hammerhart hier von euch. Wir gucken hier mal. Spielen hier den Ball auf Dominik Stahl. Maximilian Wittek. Laufen hier mal ein bisschen mit ihm. Sehen hier Gary Kagelmacher frei. Spielen den Ball wieder auf Wittek und... Hier die Finte. Schönes gesehen, Maximilian Wittek. Schöne Schusschance. Schade, dass der nicht drin war.
Lewand ist ja. Da pfeift doch früher Abschiedsrichter. Ja, war aber abseits. Timo Heubach am Ball. Ey, das war doch kein Foul, ey. Wenn der da zu blöd ist, den Ball zu verlieren, kann Aguirre doch nichts dafür. Der wäre super durch gewesen. John Zimmer auf Jörn Bett, auf Bettwasson. Ziegler. Ruben Jensen. Schön, Dominik. Und die Halbzeit, wir führen mit 1-0 durch eine super Flanke von Berti auf Rodrigo Aguirre. Ich glaube, das wird wohl noch ein paar Parts drin, halben bis ich den Namen drin habe. Ja, Maximilian Wittek hat auch eine super Partie gemacht. Daniel Atlung. Ja, wollen wir nicht so drüber reden. Und wir gehen in die zweite Halbzeit. Wir führen 1-0, von uns muss jetzt eigentlich nichts mehr kommen. Wir spielen jetzt hier auf Konter und gehen jetzt erstmal so auf und gehen auf ausgeglichen zurück. Zum Anfang der zweiten Halbzeit. Da stellt man um, da läuft dieser Zimmer über den gesamten Platz. Man drückt die ganze Zeit auf Verteidigen und niemand macht etwas. Ich kann das nicht glauben mehr. Und dann trifft dieser Böttwasson doch gegen mich, ja. Nein, ey. Ich werde hier verarscht von meinem Controller. Hoher Druck, offensiv. So, Degenek, jetzt geht es los hier. Stefan Ortega. Emanuel Mamana. Maximilian Wittek. Wenn du da jetzt voll gepfiffen hättest, Ref, dann hätte ich dich gefressen. Und wir bringen die Flanke rein, na. Komm schon, Levan, drauf da. Oh. Ich hoffe, Beister wird jetzt demnächst wieder fit. Das ist unser Ball. Wir haben den Einwurf hier. Aber das war schon wieder ein schönes Zuspiel von Gregory. Oh, Atlung. Ich bin froh, wenn der weg ist. Ey, dieses Passverhalten ist doch mal sowas von schrecklich. Icy Check. Ah, da hat er ihn im Nachfassen, der Müller. Da hat er ihn im Nachfassen. Ey, das gibt es doch nicht, ey. Diese Adlung ist so schlecht, den nehme ich jetzt raus. Klasen, wo kannst du alles spielen? ZOM. Ich glaube, wir stellen hier mal um mit Stall und Degenek auf die Defensive und dann tun wir hier was für die Offensive noch mit. Bei den 4-3-3. Da gehen wir auf Offensiv. So. Klasen kommt rein. Und wir bringen jetzt mal Sascha Mölders ins Spiel. In der 61. und gucken mal, wie das dann ab weitergeht. Vielleicht bekommen wir bei den Herrn Mölders dann früher los. Oh, jetzt kommt schon, Jungs. Jetzt kontern wir die mal aus. Alter Ring, wenn du da noch mal so in meinen Spieler reingehst, ey, dann wirst du dir wünschen, nicht geboren zu sein. Oh mein Gott, ey. Diese Pässe, ey.
komm, Icy Shack. Schön vorbeigegangen. Kannst mich jetzt mal halber. Geh mir doch einfach nur aus dem Weg. Ah, geh doch, alter Ref, ey. Kann doch nicht ernsthaft dein Ernst sein. Ich finde das nicht so witzig wie du, ey. Hä? Habe ich nicht gewechselt? Blasen, rein. Ich hab doch gewechselt, Mann. Oh mein Gott, Leute. Oh mein fucking Gott. Ist doch nicht euer Ernst, oder? Schöne Spiel, Aguirre. Aber jetzt kommt mit Sascha Mölders jemand rein, der für die... der für die späten Tore auch noch ist. Mir reicht es jetzt langsam, ey. Leute, solche einfachen Ballverluste, ey. Kommt schon, ey. Ich möchte hier nicht mit einem Unentschieden ins erste Spiel gehen. Ich möchte das hier noch gewinnen. Also zeigt mir jetzt mal, was ihr drauf habt. Obwohl wir hier mit einem Unentschieden wohl gut leben könnten. Jetzt mit der roten Karte. Oh, schade, Mölders. Schade, Sascha. Hast leider dich noch nicht für den neuen Verein hier startklar gemacht. Ich glaube, das wird hier anders, wenn jetzt endlich die neuen Leute kommen. Ah, kommt schon, Leute. Oh Mann, ey, da stehst du in der Nähe der Geneck und gehst dann nicht an den Ball. Wenn wir jetzt hier verlieren, der Geneck, ist das deine Schuld. Ja, und es wird 1-1 ausgehen bei diesem Spiel. Ja, das erste Spiel unentschieden gespielt. Weil da im Aufbauspiel noch nicht so alles geklappt hat in der zweiten Halbzeit nach dem Wechseln. Bester Spieler bei uns, Grégory Berthier. Ist auf jeden Fall schon mal kein Armutszeugnis von ihm, dass er so gut dasteht. Ja, und ich würde sagen, wir gucken jetzt hier noch da rein. Spieler verkauft. Ja, der ist gesperrt für ein Spiel. Wir gehen jetzt noch bis zum nächsten Spiel vor. Gucken uns hier durch. Er kann weggehen. Gartner. Ich glaube, da können wir hier gut aufbauen. Wir geben auf jeden Fall ein Angebot mal hier für Jonas Meffert ab. Für 1,4. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wenn er für 1,4 kommt, bin ich happy. Ja, ansonsten tun wir mal Grisha Prömmel noch mit drauf. Tetrakiller wird, glaube ich, nicht kommen. Dämme wollen wir nicht. Dann tun wir noch Christian Gartner, den Österreicher, mit drauf. Nico Karger. Und wir gucken, ob wir da fürs nächste Spiel dann schon Jonas Meffert präsentieren können. Gehen jetzt auf jeden Fall vor. 850, gut. Dann holt ihn euch doch für 850. Ich hätte die Million gerne gehabt, aber wenn ihr nichts wollt, dann kann ich dagegen auch nichts machen. 1,8. Ich gehe auf 1,6.
wenn ihr das dann nicht annimmt, kann ich auch nichts machen. Wir wollen ihn unbedingt haben. Wenn ihr ihn aber nicht loslassen wollt, kann ich da leider nichts zu sagen. Wow, da habt ihr doch akzeptiert. Er bekommt hier auf jeden Fall den essentiellen Stammspieler, den er sich verdient hat, der Herr Meffert. Und wir gucken jetzt mal, wenn er kommt, wie viel wir dann noch über haben. Transferangebot für Valderrama. Können wir uns auf jeden Fall den auch noch holen. Dann werden wir mal gucken, dass wir hier fürs nächste Spiel mal ein bisschen was machen. Denn Bülow und Degenek haben mir ganz und gar nicht gefallen. Das nächste Spiel ist dann gegen die DSC Arminia aus Bielefeld. Valori wird verkauft. Der ist verkauft. Jonas Meffert hat angenommen. Ich freue mich schon auf dich, Jonas, mit dir im nächsten Spiel zu spielen. Neuverpflichtung. Und wir haben jetzt noch 1,4 Millionen offen. Gucken jetzt mal, ob wir entweder Grisha Prömmel noch holen oder Christian Gartner. Wir gucken mal. Wir könnten ihn für, ja, Visione. Wir holen uns Grisha Prömmel. Damit bin ich dann glücklicher. Haben wir noch einen Deutschen. Der ist jetzt gerade gewechselt. Okay. Ja, dann gucken wir jetzt erstmal noch in der zweiten Liga nach einem offensiven Mittelfeld oder gehen dann jetzt einfach nochmal gucken. Denn ich glaube, die offensive Variante werden wir auf jeden Fall spielen. Boubacar Berry. Tun wir mal mit auf die Liste. Massimo Bruno. Kerem Demir bei Tomasz Eisfeld. Ist gerade gewechselt. Nebru Besaralimi. Yannick Haberer ist auch. Haberer könnte man holen, bekommen. Ja, Sebastian Meyer wäre auch nicht schlecht. Kevin Möwald. Marvin Melem. Möwald wäre auch. Ah, der ist gerade gewechselt. Nazarov. Mike Ott Paviladis. Francisco Rodriguez. Verliehen. Sabitzer zu teuer. Dominik Scholz. Nein, Kevin Stöger. Ist gerade. Nee, ist nicht gerade dann gewechselt. Corbinian Vollmann. Ist von uns denn gegangen? Johannes Wurz, Robert Zellner. Die Barry haben wir da. Wir gucken jetzt mal hier gerade noch durch. Federico Benucci, Cacero. Andres D'Alessandro. Ich glaube, damit das nicht so lange dauert, können wir jetzt nicht doch nochmal eben hier einwechseln. Wir gehen hier bis auf 25 und Argentinien scheint nicht so zu sein. Belgien. Nassim Ben Khalifa, Gabriel Boscalli. Mahmoud Hassad. Nikans Kebano würde ich gerne holen, aber der ist unbezahlbar für uns momentan. Yoshi Ono wäre für uns wahrscheinlich. Stanko werden wir mal gucken. So, wir gehen jetzt noch bis zum Bielefeld-Spiel vor. Wir haben hier noch einen Spieler verkauft. Und ich sage jetzt recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Spiel gegen Bielefeld. Bis dahin, macht es gut und cheerio.